Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ja, wir sind hier mal wieder bei Belinda Stern. Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Donnerstag, der 9. April, 9 Uhr Nimmerland. Das Neueste für heute. Wir haben jemand Neues auf unserer Insel. Heißen wir Emily auf Nimmerland. Willkommen. Ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass es uns freut, dich hier zu haben. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Also hat gestern Animal Crossing schon geplant, dass wir heute einen neuen Bewohner kriegen. Und deswegen war keiner auf einer Insel. Okay. Emily. Emily könnte vielleicht ein Elefant sein. Wegen E. Aber auch irgendwas anderes. Ich bin gespannt. Bin sehr, sehr gespannt. Dodo Airlines. Oh, die schenkt mir wieder was. Dankeschön. Wir wollten uns dafür bedanken, dass du mit Dodo Airlines fliegst. Wir wissen, dass du nicht viel ausfällst. Das ist der gleiche Brief wie damals, oder? Ja. Okay, danke schön. Was habt ihr mir diesmal geschenkt? Ich hoffe, was Cooles. Zeigt mal her. Paar DAL-Pantoffeln. Sehr schön. Aber ich möchte die eigentlich ganz gern behalten. Ich leg mal einfach mal die Sachen weg, die ich nicht brauche. Die ich nicht brauche. Ich habe gestern überhaupt kein Animal Crossing mehr gespielt. Also nach der Aufnahme. Ja. Nur ich hatte wenig Zeit. Musste meinem Professor hier meine, also beziehungsweise unsere Rede abchecken lassen, absegnen lassen. Ja, musste dafür mitten in Düsseldorf reinfahren. So nervig, Leute. Vor allem, wenn man dann auf der Autobahn steht und eigentlich nur eine Ausfahrt. Ne? Also, wo die nächste dann schon direkt die Ausfahrt wäre. Und dann der Stau ist. Das hat mich ein bisschen Ne? Ihr wisst schon was. Ups, da wollte ich gar nicht rein. So, Rübenpreis. Ich hoffe, der ist heute mal über 100. Das wäre echt schön. Weil heute ist ja schon Donnerstag, ne? Dann hätten wir nur noch zwei Tage Zeit. Freitag und Samstag. Dass irgendwie ein hoher Rübenpreis zustande kommt. Ich guck mal eben hier unten, ob Emily hier unten ist. Nee, ist sie nicht. Okay. Dann war es tatsächlich so. Die lebt auf dem Berg oben. Okay. Ach, ich habe keine Schaufel. Oh. Dann muss ich mir mal eben eine Schaufel machen. Ich glaube, ich brauche dafür Hartholz. Glaube ich. Und dieses Kirsch-Event, das habe ich tatsächlich aufgegeben. Habe ich keine Lust. Also wenn es kommt, dann kommt's, ne? Ich check gerade noch nicht, wo das Inventar ist. Hier ist es. Zum Glück. Oh, hier haben wir noch eine Schaufel. Perfekt. Nehme ich die mal mit. So, morgen ist Ostern, ne? Karfreitag. Osterfeuer gibt's, glaube ich, dieses Jahr nicht. Ist auch gut für die Umwelt, ne? Müssen wir auch mal sagen. Denn der Rauch ist gefährlich. So. Achso, hier unten war's, ne? Ich glaube schon. Und ich muss auch mal abends wieder aufnehmen. Dann müssen wir wieder so einen Sonderpart machen. Hier, ne? Ich komme gerade nicht drauf. Gott, wie hieß das denn jetzt? Wir müssen den Strand einmal ablaufen. Hier. Königsfalter. Den gibt es nämlich nur dann hier auf den Palmen. Und zwar abends. Ne? Das heißt, die Tage werden wir auf jeden Fall nochmal abends hier aufnehmen. So, hallo Finder. Terrarium. Oh, cool. Ein Terrarium. Wie groß scheint das denn? Wie groß ist das? Ah, okay. Mit Unkraut natürlich nur. Nur mit Unkraut. Ja, du bist ja wahrscheinlich eh nichts Neues hier, ne? Osterhase. Girlande habe ich natürlich schon. Ja. Habe ich alles schon. Dann gehen wir mal Richtung Shopping Mall.
Wie viel Geld habe ich denn? 88. Ah, da kann ich was Schönes kaufen. Da kann ich was Schönes kaufen, auf jeden Fall. So. Und mein erster Gainer. Ich raste aus. Ich bin auch gerade erst aufgestanden. Ich habe echt schön geträumt. Ich war in der Schule. Ja, war sehr interessant. Oh, Unkraut. Weg damit. Weg damit. Hier, du auch weg damit. Danke für das Geld. Das nehme ich gerne. Das nehme ich. Oh, guck mal, wir haben hier sogar Sterni. Ach, ich bin auch vergraben. Danke. Ich bin auch ein bisschen düsselig heute Morgen. Na, was sagen die Blumen hier? Die sagen, Rot an die Macht. Rot an die Macht. Wir gehen erst zu Nukibuki. Ukulele. Och Mann, ey. So. Hallo. Hallo, ich kann mir den Luft laden. Eine Spielzeugkiste. Die sieht cool aus. Sieht echt cool aus. Kinderspielzeug ist ja eh immer sehr, sehr teuer. Ein Zahlenkugelrad. Okay. Lotto. Können wir Lotto spielen? Glücksspiele können süchtig machen. Eine Uhr. Eine Pendeluhr. Ja, sehr schön. Und eine Waage. Oder? Nee. Ist so ein Messding? Stadiometer, Stadiometer. Okay. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. So, gib mir Kohle, danke. Komm, hier, her damit. Was hast du Schönes? Nichts, nichts. Schade. Schade, dann Rübenpreis. 48 pro Rübe. Alter Schwede, das ist doch hier einfach ein Witz. Ein Witz, ey. So, weg damit. Du Witz. Ach nee, komm, die Eier, die kann ich als Gedenken behalten. Abgemacht. Ja, tschüss. Vielen Dank, Dankeschön. Okay. Okay. Ich muss mal kurz was nachgucken hier. Oh nein, 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 nein. Abbrechen. Abbrechen. Nuck mein. Mir wurde gesagt, wenn ich 25 Tage habe, ja, dann öffnet sich das Kackding. Ich habe doch 25 jetzt. Hallo? Ist ja ein Witz. Das ist ja ein Witz hier. Okay, wo wohnt denn die neue da oben, ne? Ich glaube schon da oben. Ach Mann. Mann, ihr könnt euch auch mal weiterentwickeln, ne? So, Elefant, wie geht's dir? Oder was könnte Emily sein? Weiß ich nicht. Oh, ist kein Elefant. Sieht aber. Oh Gott. Oh, schon ein Besucher. Du musst Moritz sein. Ich bin neu auf Nimmerland. Und es wäre schön, wenn ich mich bei Fragen an dich wenden könnte. Ach ja, ich bin Emily. Damit hätte ich wohl anfangen sollen, Mili, Mili. Mini, 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 Mini. Ja, sehr schön, Emily, dass du da bist. Die Maus wäre vielleicht etwas cooler gewesen als du. Ich hoffe, du ziehst auch wieder aus. So, mir und Mitsuza. Du bist nicht zu Hause, ne? Nee. Okay, Mischka. Mischka, Mann, ey, ich verwechsel die beiden. Immer, immer. Ja, gut, ich würde dann mal vorschlagen. Wir haben ja sonst nichts zu tun, außer Blumen gießen und sowas. Dann mache ich jetzt hier einfach den Berg. Den kann ich ja schon mal anfangen. Och Mann, ey, diese Eier. Oh, nervig. Wirklich nervig. Das heißt, ich muss ja erstmal alles wegnehmen. Muss ich gleich noch ein paar Früchte holen. Ach, der Aufgang ist auch im Weg.
Oh, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass er hier ist. Stimmt. Ach nee, ey. Ja, dann müssen wir den erst verschieben. So, dann muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich denn den Aufgang dann hin machen werde. So, muss ja dann schon da hinten hin. Ja, stimmt, hier haben wir eine Brücke. Da komme ich nicht vorbei. So. Wenn wir das hier so ein bisschen weiter machen. Achso, es geht ja um hier oben, ne? Ja, um hier oben geht es ja eigentlich drum. Wir können ja auch. Oh, hier irgendwie was machen. Wir müssen mal gucken. So, dafür brauche ich diese App. Ach, das war's nicht. Weil ich komme mir momentan gar nicht mehr zurecht. Bauarbeiten beginnen. So. Entweder könnten es vielleicht hier machen. Och, Alter. Mann. Ich will hier das da haben. Danke. Und weg mit dir. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie viel wir Platz brauchen. Ich glaube, das reicht schon. Hoffe ich. Oh. Hallo. Oh, schön dich zu sehen. Ich würde dir heute nämlich gerne eine neue Emotion beibringen. Also? Oh je, welche war es dort leicht? Lass mich nachdenken, träumen. Ah, natürlich. Ich wollte dir zeigen, wie du ausdrücken kannst, dass du gerade mit Denken beschäftigt bist. Folge also meinem Beispiel, um zu signalisieren, dass dein Kopf gerade schwere Arbeit verrichtet. Oh, danke schön. Sehr nett. Sehr nett. Entweder wir machen so. Wir können auch hier noch sowas hin machen. Und dann hier so eine Lücke. Also sowas. Und dann hier noch einen dran tun. Ach, Alter, geh mal kurz weg. Danke. So. Und können das dann so machen. Vielleicht hätte ich die Kante lieber auf der anderen Seite gehabt. Hier so. Ja, okay, dann machen wir das so. Da haben wir noch ein Ei. Och, Alter. Was ist das denn jetzt? Achso, das ist gar nicht die Schaufel. Ich habe keine Schaufel mehr. Och, Mann, ey. Das Leben ist belastend. Den Kescher, den habe ich aber. Ja, den habe ich noch. So. Danke. Danke, danke. Zumindest etwas Reichtum. So, Blumen gießen mache ich, wie gesagt, gleich. Dann habe ich gestern auch, glaube ich, nicht die Blumen gegossen, oder? Beziehungsweise nur die, die wichtig waren. Meine ich. Naja, dann machen wir es mal eben hier. Ich weiß, das ist nervig, aber es ist toll. Denkt dran, ne? Heute Nachmittag ab 15 Uhr gibt es sehr, sehr viele coole Spiele. Untergesetzt auch Zelda Breath of the Wild. Das ist natürlich mega cool, ne? Dass das eines der besten Spiele endlich mal im Angebot ist. Das war, glaube ich, noch nie im Angebot. Ne? Da müsstet ihr schon zuschlagen. Auf jeden Fall. Ich denke mal, so 33% oder so wird das schon sein. Ne? Für 30 Euro Zelda schon. Wow, cool. Cool. Hat damals, glaube ich, sogar 69 gekostet. Es war nicht ganz so cool, dass es so viel gekostet hat. Ja. Ja. So, hier auch noch gießen. Gießen macht ja immer Spaß, ne? Wir hatten immer noch keinen Regen, ne? Ich finde das echt ein bisschen traurig langsam. Ich hätte auch mal ganz gern Regen hier. So, ich muss mal eben. Ich muss das mal anmachen. Ich habe es diesmal extra ausgemacht, damit ich mal nicht da reingucke. Aber ich möchte eigentlich ganz gerne mal kurz abchecken, wie die Rübenpreise bei den anderen sind.
Es ist sehr, sehr wichtig. Ich will meine Rüben ja nicht vergammeln lassen. Außer eine. Außer eine. Oh, ich freue mich schon auf das ganze Obst zu ernten. Ja, mega, mega. Die Freude ist sehr, sehr groß. So, die brauche ich hier nicht zu gießen. Die bringen irgendwie noch nichts. Die haben auch nichts gebracht. Die auch nicht. Die haben... Ach, warte, Schneiderei. Haben wir noch nicht geguckt. Leute, Rübenpreise. Ich brauche Rübenpreise. Rübenpreis. Meiner ist nicht nennenswert. Sorry, Leute. Sorry, Feliz Navidad. Oh Gott. Wie komme ich jetzt auf Feliz Navidad? Ich weiß es nicht. Ich nicht wissen. Oh, die Brille sieht lustig aus. So ein Ritterding ist auch cool. Ach, Sina, hallo. Ah, wen haben wir denn da? Moritz, willkommen. Tut mir leid, dass ich die Arbeit nie liegen lassen kann, obwohl du so oft bei uns hereinschaust. Bitte? Die Fotos hinter mir? Sieht man meine Schwestern und mich, als wir jünger waren? Ach, da. Und unsere Eltern, die leider schon verstorben sind. Diese Bilder bringen schöne Erinnerungen zurück. Ich kann mich gar nicht mehr so gut an unsere Eltern erinnern. Ich war ja noch so jung. Aber was ich genau weiß, ist, dass Sina mich an ihrer Stelle wirklich hingebungsvoll aufgezogen hat. Danke dafür, Schwesterchen. Tut mir wirklich leid, dass ich es dir nicht immer leicht gemacht habe. Alles in Ordnung, Tina. Dieser Schmusekurs kommt gerade etwas unerwartet. Hast du dich nicht vor kurzem noch über meine müden alten Knochen lustig gemacht? Das geht ja gar nicht. Also wirklich, Schwesterchen, jetzt halt mal den Ball flach. Bausch doch vor Moritz jetzt nicht was auf, was nur ein kleiner Scherz war. Tut mir leid, das war unnötig bissig. Wir sollten allgemein mehr wie Erwachsene miteinander umgehen. Schließlich sind wir das ja jetzt alle. Sei es ein bisschen Respekt schon ganz angemessen. Ich bin stolz auf dich, meine kleine Schwester. Was wäre mein Leben nur ohne dich? Ich habe mich damals um dich und die Mina gekümmert. Doch nun können wir alle aufeinander Acht geben. Und gemeinsam machen wir drei Schneiderschwestern das Unmögliche möglich. Ja, da sieht man ganz schön viele Sachen da links. Schwestern, Mutter, Vater. Und aber trotzdem sieht sie irgendwie älter aus als sie. Als Sina. Ach ne, ich wollte kein Foto. Oh, warte mal. Wir könnten da reinzoomen. Wir machen ein Foto. Dann können wir uns das genauer angucken. X. Warte, ich muss glaube ich. Ich könnte es nicht nach irgendwo hin verschieben. So. Hier und dann Kamera. So. Ah. Bisschen im Weg tatsächlich. Oh Gott, ey. So, also. Guck mal. X. Da haben wir es jetzt. Oben haben sie geheiratet. Da ist wahrscheinlich ihr Haus oder ihre Schneiderei. Da laufen sie am Strand entlang. Sehr süß auf jeden Fall. Sehr, sehr süß. Okay, danke. Tschüss. Ach nee. Vielleicht kaufe ich ja was. Vielleicht kaufe ich ja was. So, Ritter, also Edelmann, das gefällt mir nicht so, die Weste auch nicht. So ein Schriftzug. Da steht irgendwas komisches, das will ich nicht. Das will ich nicht. Eine Sushi-Kochmütze. Oh, okay. Und ein Strohhalm. Ach, das ist ein Strohhalm. Das sieht ja komisch aus. Das will ich kaufen. Denn verrückte Dinge hätte man immer gerne im Kleiderschrank. Ja. Ja. Oder zum Tragen. Uhu, ich sehe toll aus. Dann gehen wir mal ganz kurz zu Eugen. Eugen und danach zum Nook. Genau. Genau. Ach ne, so ging das gar nicht. Egal. Egal, egal. Also bis jetzt habe ich ja echt Pech mit diesen Blumen hier. Die blauen, die machen gar nichts.
gar nichts. Oh, hier ist noch Unkraut. So. Die wachsen da eh nicht rechts, sind mir aber eigentlich mittlerweile total egal. Da haben wir noch ein Dings. Noch ein Fossilchen. So, kommt ihr. Ihr könnt auch mal irgendeine Farbe kreieren. Da hätte ich nichts dagegen. Wirklich nicht. Ach, ich habe ja keinen Schaufel, habe ich vergessen. Wie viele Fossilien habe ich? 3. Okay, dann lohnt es sich trotzdem, zu ihm hinzugehen. So, ihr könnt auch wachsen, ja. So, danke. Hier unten waren bestimmt auch noch welche. Oh, sind das viele Früchte, die ich ernten muss. Oh mein Gott. So, hätte ich eine Schaufel, hätte ich euch ein bisschen umplatziert, aber habe ich nicht. Tut mir leid. Man müsste jetzt so leben. Oh, hier auch einfach mal so die Mitte gießen. So, und... Da ist sie kaputt, da ist sie kaputt. Oh, hallo, Mischka. Hey, wie läuft's? Brr. Okay, manchmal, wenn ich morgens nicht wach werde, dann renne ich einfach im Kreis und singe ganz laut. Ja, sehr schön. Sehr schön. So, hier haben wir vielleicht den Geldstein. Aber ich habe ja eh keinen Schaufel, deswegen interessiert uns das eigentlich gar nicht. Osaya habe ich auch keine Lust mehr zu suchen. Ich weiß nicht, was hier los ist. Wirklich nicht. Oh, er trägt mein Design. Und wie läuft's, seid ihr Punk? Lass uns quatschen. Gell, ich komme irgendwie gar nicht aus dem Grünen raus heute. Das hat man dann vom Frühaufstehen. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Okay. Mhm. Ach ja, schön. Brauche keine doppelten Glückseier, danke. Okay, manchmal, wenn ich morgens nicht wach werde, dann renne ich einfach... Hast du mir das nicht schon heute erzählt? Ich wollte eigentlich erst zu Eugen, ich gehe erst zu Eugen. Das war der Plan und der wird auch eingehalten. Oh, ich habe gestern außerdem, weil ich so viel zu tun hatte, Promis unter Palmen verpasst. Das muss ich gleich noch nachholen, ey. Mann. Eines der unterhaltsamsten Formaten, die ich je erlebt habe. So, wir gucken mal eben hier meinen. Na, hier. Super. Sonst aber nichts. Nee. Sonst aber nichts. Na, hallo, Huchen. Herr Eugen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hier Fossilien analysieren. Super, guck mal, ich hätte hier 3 Exemplare. Die habe ich selbst ausgebuddelt, nur für dich. Nur für dich, ey. Für dich tue ich da alles, Eugen. Oh, ja. Oh, ich sollte auch mal wieder mit Sport anfangen, ne? Mal gucken. Vielleicht mache ich das heute. Nee. Heute wollte ich meine bisschen Haushalt machen. Ein bisschen Haushalt. Das ist doch nicht schwer oder so, keine Ahnung. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir jetzt 2 Köpfe, ganz cool. Aber bitte, sie brauchen die Stücke nicht herauszuholen. Ich hab sie nämlich schon. Hahaha. Danke, Eugen. Danke. Danke. Last Christmas, I give you my heart. Kann man Aufgänge überhaupt umplatzieren? Das ist jetzt auch schon eine Frage. Nicht, dass ich das erst abreißen muss. Das wäre natürlich ärgerlich für das Geld. Hallo, Herr Nuki. Ah, Moritz. Hallo. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen, Mann? Oh, okay. Interessant. Brückenaufgänge. Okay, wir gehen mal zurück. Wir gehen mal hier. Vielleicht können wir das hier umändern. Position ändern. Okay, nicht jetzt. Infrastruktur.
Dann müssen wir es wahrscheinlich echt abreißen, oder was? Oh, das finde ich nicht so toll. Ich müsste echt einen Aufgang bauen. Ja. Ja, Steintreppe sieht echt komisch aus, habe ich, ne? So ein Aufgang wäre natürlich am besten oder sowas hier. Vielleicht mache ich oben auf dem weißen Weg hin. Ist ja auch was, ja, könnte ich machen. Und ob. Ja, danke schön, danke. Und ich muss was. Ne? Ich muss leider irgendwas löschen, damit ich da morgen den Berg hin machen kann. Brückenaufgänge. Will nicht mehr. Kriege ich Tipps? Achso. Oh. Oh. Okay. Ein bisschen Haus. Das ist doch nicht schwer. Okay, dann nicht. Dann geht das wohl noch nicht. Ne? Ich muss mal ganz kurz hier was lesen. Okay, das war das. Mich ab dem. Oh. Okay. Sehr interessant. Ich sollte jemanden eine E-Mail schicken, ja. Aber die befindet sich mittlerweile im Mutterschaftsurlaub oder wie man es nennt. Ja. Okay, super. Was? Ich bin gerade ein bisschen verpeilt. Achso, das Planungskit haben wir jetzt, ne? Genau. Ich bringe das Geld mal hier. Achso, warte. Wir müssen es ja direkt kaufen. Ja, brauche ich doch nicht. Das Geld behalte ich dann doch. Sind 50.000 wieder weg? Naja, was ein Dreck. Ha, 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 ha. So. Find schön, dass einer schon mal mit meinem T-Shirt herumläuft. Guck mal, habe ich super designt, ey. Wirklich, wirklich. Was Besseres gibt nicht. Der Brunnen, den werde ich noch irgendwo anders hin platzieren. Das stört mich da extrem. Och nein. Jetzt steht die da im Weg, oder was? Geh mal bitte weg. Danke. Wie, hier ist du zerklüft. Hallo, hier? Ja. Mal sehen. Ja, das ist doch gut. Ja, okay. Das ist sehr gut. Perfekt. So, du, hallo, hallo. Achso, oh, es kostet doch noch ein bisschen mehr als gedacht. Na klar. Hier, bitteschön. So, dankeschön. Aber ja. Ja, okay, Leute, ne? Ich würde sagen, wir haben den Aufgang hier erfolgreich platziert. Bei mir kommt so vor, als ob wir machen echt jeden Tag das Gleiche, ne? Und morgen werden wir dann den Berg hier hinten links. Ich werde gleich mal gucken, wie man das abreißen kann. Das muss man ja irgendwie abreißen können. Dann werde ich bis morgen auch das Zelt hier umplatzieren. Oder? Ich weiß nicht, ob das hier passt. Sicherheitshalber, obwohl, vielleicht lasse ich es erstmal da. Und dann werden wir hier dann den Berg so machen. So ungefähr bis hier hinten so. Oh, Aziza ist da. Oh nee, jetzt habe ich kein Geld. Komm, Aziza, ich komme gleich wieder. Okay, stopp, stopp, Planänderung. Wir müssen noch eine Tapete und einen Boden kaufen von Aziza. Das machen wir noch eben. Da sind Birnen. Birnen, danke. Danke. Und danke. 6.000 brauchen wir. Achso, da haben wir auch noch ein Flügeltier. Einen Ritterkäfer. Ritterschmetterling. Ne, Ritterfalter. Ritterfalter. Ein Ritterfalter. Weg damit. Oh, perfekt, ey. Perfekt.
So, Birne, Birne und Birne. Und nochmal Birne, Birne. Oh, ich habe gar nicht nachgezählt, wie viele Birnen wir jetzt haben. 14. 14 mal 5 sind... Na, na, wer kommt drauf? 7000? Ach, stimmt. 5 plus 5, ne? 7000, ja. Ja, 7000. 7000 und ja, 5 plus 5 sind 7, Leute. Nicht 10. Nicht 10. So, Nuki, ich komme. Ich komme angelaufen. So nach und nach nimmt die Stadt tatsächlich Form an. Deko ist noch ein bisschen schwierig, weil so viel habe ich noch nicht. Oh, hier bitteschön. Ich habe hier das, das, das auch. Oh. Guck mal hier. Ne, die will ich eigentlich nicht verkaufen, glaube ich. Bitteschön. Danke, 17.000 ist super. Danke, danke, tschüss. Oh. Ah, Assisa. Ich habe kurz vergessen, was ich machen sollte. Bin nur schon in die Richtung hier gelaufen. Hallo, Assisa. Oh ja, ich kenne dich doch, Assisa. Ja, ja, Assisa, komm. Ich hätte gerne mysteriöse Tapete. 3000 Sterne. Ja, natürlich. Die habe ich. Guck mal, bitteschön. Frag mich, ob es die Wahrsagerin noch gibt. Ich hoffe, die kommt auch noch irgendwann. Wahrscheinlich dann irgendwann mit einem Event oder so. So wie Gerd. Tag der Hexen oder so. Irgendwie sowas. Danke, Assisa. So, was habe ich bekommen? Sandplatz, cool. Und Steinfundament. Okay, wir gucken mal. Wir gehen mal nach Hause. Aber erst Meilen abchecken. Hier, bitteschön. So. Dann gucken wir mal. Sprungstab. Hopp. Und hier runter. Ich hoffe, es sind schöne Tapeten. Steinfundament hört sich jetzt nicht ganz so cool an. Aber könnte doch ganz cool sein. So, wir gehen mal hier in den neuen Raum. So, dann wollen wir mal gucken hier. An die Wand. Ah, hat so ein bisschen japanischen Style, finde ich. Also diese Maisfelder und sowas. Ach, eine Bastelanleitung. Hier, Sandplatz. Ja, passt auf jeden Fall zu den Rüben. Viel Spaß, Rüben. Da könnt ihr vergammeln, falls ich euch nicht verkauft bekomme. Ja, Leute, das war's dann mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Und denkt dran, nachher ist der Sale um 15 Uhr, ne? Ja, 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 ne? Und wir sehen uns dann morgen, wenn meine Wäsche trocken ist. Oh, die ist nicht an. Jetzt. Jetzt ist sie an. Tschüss. Rechts ist die Playlist, links das neueste Video.